Wir sprechen mit Addison auf der Nexus. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgeben. Mhm. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forschung? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Mhm. Okay, müssen wir jetzt irgendwie nochmal mit ihr... Ja, Pathfinder? Oh Gott. Ja, okay, wir haben auf jeden Fall nochmal einiges zu besprechen. Spenders Loyalität. Ich habe nachgeforscht und es gibt da ernsthafte Bedenken wegen Spender. Und was hat das mit Ihrem Job als Pathfinder zu tun? Es hat etwas mit Ihrem Job zu tun. 3, 4, 5. Genau. Ich habe 1,5 Jahre lang alles erledigt, obwohl ich nichts hatte. 1000 Leute saßen mir ständig im Nacken. Spender mag ein Scheißkerl sein, aber er hilft mir. Falls Sie also Anschuldigungen vorzubringen haben, Pathfinder, sollten Sie gesichert sein. Ich lasse durchaus Leute fallen wie heiße Kartoffeln, aber nicht aufgrund eines Verdachts. Dafür haben wir nicht genug Leute. Mhm. Wie sie erst gezählt hat, um wieder runterzukommen. Das muss ich auch mal machen. Ich habe Informationen über einen bestimmten Schläfer, den ich gerne aus dem Kälteschlaf holen würde. Ich würde das gerne vermeiden. Und ich habe dafür Gründe. Gründe? Ist das alles? Hören Sie, Sie sind der Pathfinder. Wenn Sie eine Anfrage für Ihr erweitertes Team haben, können Sie die einreichen. Greifen Sie über Breckers Konsole auf die Daten der Schläfer zu. Mich geht das nichts an. Mhm. Solange daraus kein Problem für mich erwächst. Ist das klar? Mhm. Warum bricht sie das Gespräch mal wieder ab? Wie läuft's mit der Lebensfähigkeit? Mühsam. Ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass Lebensfähigkeit keine abstrakte Größe ist. Es geht um Leben. Darum, hier Fuß zu fassen. Gehen Sie da raus, Ryder. Erfüllen Sie Ihre Aufgabe. Wir sterben. Wie hat die Nexus auf unsere neue Ansiedlung reagiert? Wir schicken die Leute an den Ort, den sie uns nennen, weil sie dort gebraucht werden. Wir können keine Rücksicht auf spezielle Vorlieben nehmen. Ja. Ursprünglich war das ja anders gedacht, dass jeder sein eigenes Habitat wählen kann, aber ist klar, dass das nicht funktioniert, wenn es nur eins gibt. Direktor Addison. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Okay. Hallo, Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Sie scherzen. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelette zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Klar. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel, je mehr Sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf, herauszufinden, wie man Erfolg misst.
Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Mhm. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Cool. Schön, dass sie das mit den Punkten, was ja bei Spielen häufig als Indikator verwendet wird, hier sogar mit einbauen in die Story und das sogar erklären, dass das gar nicht so weit hergeholt ist, dass das wirklich so sein könnte. Ich bin zuständig für vollständige Kolonieblöcke mit Spezialisten. Ich kann individuelle Anfragen berücksichtigen, aber wir sollten zunächst das Gesamtsystem in Gang bringen. Mhm. Okay, Brecker, womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Das ist so krass. Aber was wäre denn jetzt eigentlich, wenn wir mehrere Pathfinder hätten? Also, wir haben ja nicht nur eine Arche eigentlich, theoretisch. Na gut. Was haben wir denn hier? Kryokapseln. Einen Kryokapselpunkt haben wir. 0 von 17 Vorteilen freigeschaltet. Wir haben Wissenschaftspots, wir haben Verteidigungspots und wir haben Handelspots. So, diese aufgrund ihrer jahrelangen Felderfahrung und Findigkeit in Drucksituationen ausgewählten Wissenschaftler können die Forschungs- und Rohstoffgewinnkapazitäten der Initiative rasch verbessern. Okay. Verteidigungspots, Armeeveteranen aus allen Teilen der Milchstraße engagieren sich mit ihrer Kampfausbildung und ihrer Überlebensfähigkeit in der Wildnis von Andromeda. Der Handel ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Diese talentierten Händler und Unternehmer nutzen ihre Kontakte zur Beschaffung seltener Objekte für finanzielle Investitionen oder zur Verbesserung der Inventarverwaltung. Auch nicht schlecht. Gut, Labortechniker geben uns regelmäßig Forschungspunkte. Minenanlagen erhalten regelmäßig eine Auswahl von Mineralien. Das ist dann tatsächlich eher für Crafting interessant. Verteidigungspots, Munition. Erhalte regelmäßig eine Lieferung mit Verbrauchsobjekten. Erhalten Sie regelmäßig organische Materialien. Erhalten Sie regelmäßig Tech-Materialien. Enthüllt versteckte Lager rund um eingerichtete Aufklärungsposten. Finde ich super. Erhalten Sie 15% mehr Credits für Apex-Missionen. Also Aufklärung finde ich schon mal super. Mal gucken. Handel, bei den Handelspots haben wir finanzielle Infrastruktur. Verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits. Verbessern bessere Preise beim Kaufen und Verkaufen von Objekten. Auch nicht schlecht. Handelskapazität, Erhöhung der Inventarkapazität, auch nicht schlecht. Allerdings hatten wir bisher nie ein Objektlimit. Okay, ich glaube, wir machen erstmal das mit der Aufklärung. Ja. Pathfinder, der ALP-Aufstieg wird gemäß Ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder. Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen, zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich Toll. Sind. Das erzeugt jetzt auch gar keinen Druck oder so. Okay. Ich habe gehört, dass die Chefingenieurin auf Eos zurück in den Kälteschlaf gegangen ist. Wir hatten einige Anfragen dieser Art. Die ersten Monate in Helios waren entmutigend. Jetzt, wo Prodromos wieder auf Kurs ist, will ich sie zurück im Einsatz. Chefingenieurin Grace Leto.
Kennzeichnung E97 Durango. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Bin gespannt, wo wir dann auf sie treffen werden. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Technikerin der Kit Tirvian. Die Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Er hat doch eben gesagt, es wird aufgezeichnet. Okay, wir fragen ihn mal noch ein paar Sachen. Wie ist Ihrer Ansicht nach der Status der Initiative? Bitte befragen Sie dazu das ALP-Interface. Es verfügt über eine detaillierte Auflistung Ihrer Fortschritte. Mhm. Und Ihre persönliche Meinung? Ihr Fortschritt ist aufregend. Ich fordere Sie dazu heraus, meinen Job überflüssig zu machen, Pathfinder. Ach so, okay. Andere mit der Lebensfähigkeit. Okay, neue Optionen werden verfügbar, wenn sie die Lebensfähigkeit verbessern. Das heißt, vielleicht sind das gar nicht alle Pots, die wir öffnen können. Allerdings sehe ich jetzt hier gerade gar nicht das, was er gesagt hatte, wo dass man irgendwie sehen kann, wie der Fortschritt ist. Aber gut. Bitte informieren Sie Direktor Tan über Ihre. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wieso sind Sie bei der Initiative? Ich war Lehrer. Ein gutes Leben. Ich habe bis zum Schluss die Vor- und Nachteile gesehen. Sie haben sie abgewogen und gesagt, auf nach Andromeda. Nein, es gefiel mir nur nicht, dass ich das Ende sehen konnte. Hier habe ich keine Ahnung, was morgen sein wird. Das gibt mir eher das Gefühl, dass ich lebe. Mhm. Warum haben einige Kolonisten eine Kennzeichnung aus Zahlen und Buchstaben? Die haben alle Mitglieder der Initiative. Zumindest irgendwo in der Datei mit ihrem Lebenslauf. Sie ist aber nicht relevant, wenn sämtliche Aufgaben von allen erledigt werden. Es ist ungefähr so wie bei einem zweiten Vornamen. Kennen Sie Ihre Kennzeichnung nicht? Mhm. Ich wusste nicht mal, dass ich eine habe. Sie waren in erlesener Gesellschaft schon bevor Sie zum Pathfinder ernannt wurden. Rider, Pathfinder, Spezialistenkennzeichnung, A03 Malapa. Was Interessantes? Ein A und niedrige Null. Da ist jemand schon von Anfang an dabei. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Ja, cool. Okay. Damit sind wir durch. Jetzt, genau, die Statuskontrolle ist halt, ich frage mich halt, also weil er meinte irgendwie, aber ich denke, damit hat er das gemeint. Jetzt können wir wieder mit der Journalistin reden. V, um den Lebensfähigkeitsbildschirm aufzuzeigen. Ach, das meinte er. Okay, Planetenlebensfähigkeit. EOS, 84%. Mhm. Wenn Sie auf einer potenziellen Koloniewelt ALP verdienen, erhöht sich die Lebensfähigkeitswertung dieses Planeten bis zu einem Maximum von 100%. Auf den meisten Welten können Sie einen Außenposten errichten, wenn Sie eine Lebensfähigkeit von 40% erreicht haben. Auf manchen Welten sind darüber hinaus noch andere spezifische Aktionen nötig, um einen Außenposten zu ermöglichen. Hm? Ja, cool. Oh Gott, wir haben auch schon wieder Punkte zu vergeben. Die Stufenaufstiege gehen echt schnell. Ähm,
Turbolader weiter ausbauen oder Sturmgewehre weiter ausbauen? Ah, ich denke, das ist nicht verkehrt. So. Okay, Cora hatte ich ausgelassen. Vetra. Drag. Ich hatte die auch alle schon mal so ein bisschen geskillt. Okay, da warten wir noch. PB. 3 Punkte. Ah, warten wir auch noch. Liam. Oh, ja. Ach, warum nicht militärische Ausbildung? So. Haben wir das auch soweit fertig? Kolonialverwaltung. Okay, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin für die Markierung und was ist das für eine Quest? Okay, wir sollen in das... Ich lese immer ohne ein System, aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Kroganischer Verrat. Den Planeten aus der Überwachungsaufnahme finden. Genau, das ist das. Da konnten wir nicht weitermachen. Hinweise zu den Archen finden. Oh, den Bruder besuchen. Genau, das können wir auf jeden Fall noch machen. Gleichungen berechnen lassen. Ja gut, okay, Apex-Missionen machen. Dann haben wir hier noch ganz viel auf EOS zu tun. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt schon zurück können nach EOS. Also ob sich da jetzt schon was getan hat. Oder ob wir erst die Hauptquest weitermachen müssen. Würde mich mal interessieren, wie das ist. Es tut mir leid, Lana. Sie versuchen nur, unsere Moral zu stärken. Pathfinder, vielleicht können Sie das aufklären. Wie kann ich helfen? Mein Freund Yori war beim ersten Fehlversuch auf EOS im Einsatz und hat nur knapp überlebt. Jetzt wollen Sie ihn zurückschicken. Sie sagen, die Bedingungen hätten sich verbessert. Es sei jetzt sicher. Stimmt das? Naja, es ist immer noch gefährlich, aber... Es ist besser. Sie können den Berichten Glauben schenken. EOS ist jetzt bewohnbar und zukunftsfähig. Wenn Sie zurückgehen und den Planeten erneut in Besitz nehmen, wird Ihnen das beim Verheilen Ihrer Narben helfen. Siehst du, Yori, alles wird gut. Danke, Pathfinder. Dann werde ich das machen. So, ich bin ja auch mal gespannt, wenn wir jetzt auf die Arche gehen. Ob wir dann, also zu Hyperion, ob wir dann in der Kryostation die Leute finden, die wir eben aufgeweckt haben. Ich kann es kaum glauben. Du bist frei. Oh, Pathfinder. Das verdanken wir nur ihnen. Ja, ich bin froh, dass sie das Richtige getan haben, Ryder. Ach, halt die Klappe. Sie lassen sich besser nichts zu Schulden kommen, Nilken. Sonst... Rastet die Kamera aus. Was meint sie denn damit, Liebling? Erzähle ich dir später. Lass uns einfach nach Hause gehen. Ja, wenigstens deiner Frau solltest du mal die Wahrheit sagen. Sie hat das verdient, es zu erfahren und sich dann zu fragen, ob sie noch mit dir zusammen sein will. So. Okay, mit dem hatten wir gesprochen. Dann war da ja noch was mit, dass wir die Journalistin wieder sprechen können. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das schon wieder machen können. Alle Logistik-Updates müssen Addisons Büro?
Ach, was? Nee, das ist doch Tens Büro. Ich wollte gerade sagen, Edisons Büro? Wo habe ich das denn gelesen? Achso, das ist wahrscheinlich oben diese Kanzel dann. Gut. Ah, dann gehen wir jetzt erstmal zurück zur Hyperion. Andockbucht? Nee. Kryostation. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. So, ich möchte kurz die Quest richtig markieren. Beziehungsweise die richtige Quest markieren. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Wir warten nur noch auf ein paar weitere Kolonisten, bevor wir sie auf die Nexus bringen. Dort erhalten sie dann die Freigabe für ihre Immigration. Stimmt es, dass es bei unserer Ankunft eine Art Notsituation gab? Wir sind auf eine Energiewolke gestoßen. Man bezeichnet sie als die Geißel. Wow, das klingt ja überhaupt nicht beängstigend. Die Nexus hat es schlimmer erwischt. Und solange man sich von ihr fernhält, scheint alles okay zu sein. Das ist nicht gut. Verdammte Exilanten. Arzt? Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Okay. Es wäre schön, wenn die Leute, die sie verbannen, sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern würden. Aber leider tun sie das nie. Schon witzig. Leute, die man tötet, kümmern sich durchaus um ihre eigenen Angelegenheiten. Und dann ist es total einfach, ihnen wieder abzunehmen, was sie gestohlen haben. Hm. Sollten ihnen diese Arschlöcher begegnen, können sie alles wieder in Ordnung bringen. Okay, ja gut, okay. Medizinische Vorräte. Trotzdem weiß ich nicht, ob das so gut ist, als Arzt so zu denken. Hallo. Harry, was passiert da mit Scott? Wir haben ihn aus der Kapsel geholt. Ich will ihn keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat ihn quasi gefunden. Was heißt das? Nun, er ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf sein Implantat zuzugreifen. Mhm. Sie haben Kontakt. Das ist unglaublich. Geht es ihm gut? Die Werte sind stabil. Den Rest kann Ihnen Sam erläutern. Obwohl er im Koma liegt, sind Scotts mentale Prozesse aktiv. Es geht ihm also gut? Das können Sie ihn selbst fragen. Ich stelle eine Verbindung zu seinem Implantat her. Bitte. Scott? Kannst du mich hören? Schwesterherz? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Wow. Und wie unterhalten wir uns dann? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt. Aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das muss ich dir wohl glauben. Komisch. Ich kann nichts fühlen, aber ich höre dich. Boah, wie gruselig. Geht's dir gut? Nee, also das möchte ich jetzt eigentlich ungern. Ich möchte ihn nicht anlügen. Er ist, wie soll ich dir das sagen? Er ist tot, Scott. Was? Es gab einen Unfall. Was für einen Unfall? Wie? Ich meine, Dad. Ich weiß, es ging alles so schnell. Niemand hätte etwas tun können. Das kann nicht sein. Glaub mir, er wäre sonst hier. Haben wir wenigstens ein Zuhause gefunden? Dad hat immer so davon geschwärmt. Traumhaft? Nein. Es gab ein paar Komplikationen. Die goldenen Welten existieren nicht. Was soll das heißen? Ich dachte... Scott?
Hier läuft alles falsch. Es ist ein Albtraum. Schon gut, Scott. Ich wollte dich nicht. Die Herzfrequenz steigt rapide an. Ich fühle mich nicht gut. Das reicht jetzt. Er muss sich ausruhen. Scott! Ja gut, wir hätten ihn jetzt aber auch nicht anlügen können, oder? Das bringt's doch auch nicht. Es ist traumhaft. Und dann wacht er auf und denkt sich, wieso hat sie mich jetzt angelogen und... Ja, nee. Oder? Ich weiß es doch nicht. Wollen Sie das wirklich tun, Nirken? Ja, es ist besser so. Aha. Was ist besser so? Ich versetze Nirken zurück in die Stase. Das Urteil wurde revidiert, aber trotzdem behandelt mich jeder wie einen Mörder. Als Mariette die Wahrheit erfuhr, hat sie mich verlassen. Ich will nur noch schlafen und erst wieder aufwachen, wenn die Wogen sich geglättet haben. Oh, ja, weiß ich nicht. Klar, laufen Sie nur vor Ihren Problemen weg. Ein passendes Ende. Ich will ihn halt nicht judgen dafür. Das ist halt seine Entscheidung eigentlich. Es ist alles okay. Okay, aber anscheinend sind die Leute, die wir jetzt hier aufwecken wollten, nicht dabei. Das ist so cool hier mit diesen Dingern. Frag mich, wie viele von den 20.000 schon wach sind. Ich hätte es cool gefunden, wenn es eine genauere Anzeige dafür gäbe. So. Okay, dann gehen wir jetzt zum Sam-Kern. Genau, Habitationsdeck war, glaube ich, richtig. Wütende Frau. Sie. Hey, Pathfinder, ich habe Ihnen was zu sagen. Ja, dann leg los. Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. Wir bezahlen alle für Alec Ryders Ego. Er hat Jean Garstons Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Ja, gut. Hey, mein Dad ist für diesen Traum gestorben. Er hat versucht, die Sache für uns alle wieder in Ordnung zu bringen. Toller Traum. Von wegen in Ordnung gebracht. Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Was soll ich sagen? Man kann nicht von jedem gemocht werden. Proben von Hopfenarten, die auf der Erde angebaut wurden, mitgebracht aus der Milchstraße. Okay, das hat jetzt zu welcher Quest gehört? Hier irgendwas Neues? Persönlichen Logs ihres Vaters. Nee.
Okay, dann scheint das nicht pro Erinnerungsauslöser einen neuen Log freizuschalten. Willkommen zurück, Ryder. Dr. Aradana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Hey, was zum... Sam? Schadcode entdeckt. Oh oh. Bitte warten. Sam? Versuche, Schadcode zu deaktivieren. Bitte warten. Oh, kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam, versuchst du mir irgendwas zu zeigen? Okay, ich glaube, ich hab's. Sam, rede mit mir. Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Sam, was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner, ein Virus, mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen. Oh Gott. Oh, süß. Wie fühlst du dich? Bist du okay? Ich habe kein Schmerzempfinden, aber ich möchte die Erfahrung nicht noch einmal machen. Und das ist ja auch der Zweck von Schmerzen bei organischen Lebewesen. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Aradana dazu sagt. Ja gut, das wird wohl nicht ihre Schuld gewesen sein. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass das jetzt auf ihrem Mist gewachsen ist. So, haben wir denn jetzt hier noch irgendwas Neues? Captain Dunn, hatten wir ja, glaube ich, schon, ne? Ryder, haben die neuen Anführer der Station Sie also endlich gehen lassen? Sieht so aus. Hat ja auch lange genug gedauert. Werden Sie die Leute auf der Hyperion aus der Stase holen? Das ist mein Job, ja. Wir beschränken uns allerdings vorerst auf bestimmte Personengruppen, die der Nexus helfen können, wieder auf die Beine zu kommen. Da wir inzwischen jedoch mit der Errichtung von Außenposten beginnen, werden wir schon bald weitere aufwecken können. Danke für Ihre Zeit. Gerne doch. Das ist so witzig, das ist irgendwie wie so eine abstrakte Ressource. Pathfinder? Okay, mit der, die haben wir schon. Mit ihr haben wir schon gesprochen. Bis bald mal wieder. Wir unterhalten uns später. Okay. Gut, gehen wir dann jetzt noch wieder zurück auf die Nexus und stellen unsere Wissenschaftlerin zur Rede. Ich würde sagen, ja. Sie hören HNS, Ihren Nachrichtensender in Helios, eine unabhängige Abteilung der Andromeda-Initiative. Die Hydrokultur ist für die finale Sauerstoff. Ich bin schon wieder orientierungslos gerade. Ich weiß gar nicht. Signalverwaltung, Kommandozentrale, Bahnstation. Wie komme ich denn? Ich will wieder zu An. Ach, da muss ich wahrscheinlich zur Andockbucht, ja. Wieso denn eigentlich nicht die Quest? Einfach markieren. Den Milchstraßenhopfen ins Vortex bringen, das müssen wir auch noch machen. Da.
nach Prodromos zurückkehren. Ja, doch, es gibt doch noch ein bisschen was zu tun. Aber Andockbucht ist auf jeden Fall richtig. Da finden wir die Wissenschaftlerin auf. Wurde begnadigt, nachdem die Ermittlungen des menschlichen Pathfinders seine Unschuld bewiesen hatten. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Eigentlich ganz cool, dass er sich jetzt, also dass dieser Ramses sich jetzt noch selber verurteilt hat, sozusagen, indem er einfach zurück in den Kälteschlaf geht. Da mussten wir ihn jetzt nicht unrechtmäßig des Mordes einfach anklagen und irgendwelche Beweise vertuschen. Die Anmeldungsmails gehen in ein paar Minuten raus. Es geht einfach nur darum, Spaß. Wow, wo haben Sie die denn her? Schon gut, sagen Sie nichts. Ich glaube, Sie kommen direkt aus der Milchstraße. Ich bin sehr gespannt, welche Talente in euch. So, bessere Zubereitung. Genau, und dann müssen wir jetzt zur Wissenschaftlerin. So langsam fange ich an, mich ein bisschen auszukennen. Dauert ja immer eine Weile bei meinem Orientierungssinn. Sehr zum Amüsement meiner Zuschauer natürlich. Ist auch alles nur deswegen. Ich möchte euch nur gut unterhalten. Sobald wir mehr Biomaterial haben, können wir damit beginnen, eine Impfstoffbank aufzubauen. Es ist diese Geißel, die mir kommt. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Ja, klar. Glaube ich ihr. Ich bin sicher, dass Sie mir oder Sam nicht schaden wollen. Aber ich muss das untersuchen. Ich verstehe. Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder-mit-KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tern. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein. Und mächtig. Viele fürchten, was sie nicht verstehen. Wenn diesen Leuten nichts Besseres als Graffiti einfällt, würde ihnen ein wenig künstliche Intelligenz vielleicht ganz gut tun. Ganze Spezies wurden von der KI, die sie erschaffen haben, ins Exil getrieben, Champ. Sowas hinterlässt Spuren. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ja. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. VI-Kiosk. Was zur Hölle ist ein VI-Kiosk? Künstliche Intelligenz ist eine Bedrohung für jedes organische Leben. Wollen Sie mehr darüber wissen? Orte Pathfinder Rider. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Avina gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Sie haben das Virus geschickt, um mich zu befreien? Von Sam? Nicht nur ich, unsere Bewegung. Wie konnten Sie nicht leiden lassen mit diesem Ding in Ihrem Gehirn? Pathfinder, die wissen möglicherweise nicht, dass Ihr Virus gescheitert ist. Wenn Sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen Sie vielleicht Ihr Vertrauen. Hallo, Ryder. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass ich frei bin. Danke. Dafür gibt es unsere Bewegung.
um Menschen wie ihnen zu helfen. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Knight. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Der klingt irgendwie so freundlich. Ich würde Knight gerne persönlich danken. Ich frage sie. Vielleicht führt sie sie sogar durch unsere Zuflucht. Ach, sind die doof. Großartig, danke. Ich kann nichts versprechen, aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Oh Mann, ey. Das tut ja schon weh. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen, mit einer Anführerin namens Knight. Sie und ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der menschlichen Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Die Hannibal VI auf dem Erdmond hat Dutzende Elite-Soldaten getötet. Stellen Sie sich vor, was sie mit ihrer Familie machen könnte. Ich habe bei Penn eine Beschwerde eingereicht. Die Hannibal VI auf dem Erdmond hat Dutzende Elite-Soldaten getötet. Okay. Stellen Sie sich vor, was sie mit ihrer Familie machen könnte. Alles klar. Damit sind wir mit der Quest auch erstmal auf der aktuellen Stage eingefroren. Genau. Theoretisch können wir jetzt nochmal zurück nach EOS und dort alles fertig machen, bevor wir dann nach dem nächsten Planeten suchen und die Hauptquest weiterführen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Oh Mann, ey. So. Moment, wir wollen doch zur Tempest. Ach, Mann, ey. Wenn ich intelligent wäre, würde ich diese ganze Station als Geisel nehmen können, sagt Avina jetzt. Super. Ich glaube, hier geht's zur Nexus, richtig? Zur Tempest. Ja. Alle Systeme im grünen Bereich. Gut, jetzt sind wir wieder auf Achse. Gibt's hier irgendwas Neues? Uff, Zeit für ein Interview. Das heißt, Ihre Mission auf EOS sei erfolgreich verlaufen. Das ist ja bescheuert. Das hatten wir doch. Wir waren doch gerade. Na egal. Uk. Von Pibi, die Angepisste. Ihre Ärztin ist vielleicht die neugierigste Asari, der ich je begegnet bin. Und das will wirklich etwas heißen. Sie muss dringend 4 oder 5 Gänge runterschalten, sonst bin ich bald weg hier. Und das wäre doch ein Jammer, finde ich. Ach, vergessen Sie's. Okay. Neuigkeiten von EOS. Von Bradley. Pathfinder, ich könnte Ihre Hilfe bei einer Sache brauchen, an der Hanley arbeitet. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, also lasse ich Sie es selbst erklären. Sie brieft Sie, wenn Sie hier sind. Okay, gut, dann würde ich sagen, ist das vielleicht wirklich ganz gut, jetzt wieder auf EOS vorbeizuschauen. Genau. Können wir eigentlich bei der Ausstattungsstation auch... Ja, wir können auch den Nomad anpassen. Wir haben doch diese coole N7-Lackierung, die irgendwie... Platin ist ultra selten. Ich finde die N7 eigentlich ganz cool. Die passt auch am besten zu unserem Outfit. Nee, wir haben echt gar keine andere Ausrüstung gerade.
Boah, ich weiß halt nicht, was das Gewicht ändert. Wen nehmen wir denn eigentlich als nächstes mal mit? Wir können ja mal unsere Truppenmitglieder austauschen. Statt Cora nehmen wir mal... ich finde Retro eigentlich ziemlich cool, aber ich möchte eigentlich auch die anderen mal in Aktion hören. Phoebe können wir mal mitnehmen. Ich hoffe, sie geht uns nicht zu sehr auf die Nerven. Und Drake möchte ich eigentlich auch mal dabei haben. Der ist bestimmt auch cool. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir noch mal kurz auf Eos vorbei.